Worüber ich gerade gesprochen habe, war die Entwicklung von Sati. Sati ist dieses Gewahrsam. Gewahr. Etwas gewahr sein. Und wenn wir etwas gewahr sind, dann haben wir keine Meinung, ob das gut ist oder schlecht ist, ob wir das wollen oder nicht wollen, sondern wir sind einfach etwas gewahr. Wir sind einem Gefühl gewahr, wir sind gewahr, dass da ein Gedanke ist, aber weder ist der Gedanke schlecht, das kommt danach, ne? Dann kommt die Beurteilung. Ne? Dieses Gewahrsam ist das, was wir entwickeln müssen. Ne? Und das entwickeln wir mit unserer Praxis. Unsere Praxis ist, der Geist, der nicht willig ist, auf einem Punkt zu bleiben, ist genauso wie ein wildes Tier, das nicht willig ist, am Pfahl angebunden zu bleiben. Aber wenn der Strick, mit dem es angebunden ist, fest ist, ja, dann wird es merken, es wird versuchen, für eine Weile lang auszureißen, und dann merkt es, das kann nicht ausreißen. Das sieht man ja bei den Hunden da so schön. Ne? Merken sie, sie können nicht fort. Und was machen sie? Dann legen sie sich hin. Ne? Tut man sie von der Kette weg, tut, sind sie weg. Ja? Aber sofort. Ne? Und so ist es mit dem Geist. Ne? Wenn wir den nicht anbinden, ne? Und deswegen haben wir zwei Möglichkeiten, den anzubinden. Ne? Entweder das mentale Wiederholen vom Wort Buddha, oder mit der Konzentration auf die Nasenspitze zu gehen und zu wissen, ob der Atem reingeht oder rausgeht, ob er tief ist oder schwach, ob der eine Atem länger ist oder kürzer oder und so weiter und so fort. Am Anfang müssen wir dieses festbinden. Ne? Wir müssen immer, wenn Gedanke kommt, Erinnerung kommt, ne? Oder auch selbst wenn Gefühl kommt, immer gleich wieder zurück zu dem Punkt springen. Das ist das Anbinden des Geistes, wie man wildes Tier an den Pfahl anbindet. Und erst dann später, wenn er angebunden ist und dann nur noch ein bisschen versucht rauszureißen, dann werden wir uns der Qualität des Objektes bewusst. Der Qualität des Atems oder der Qualität des Buddhas. Ist es Buddha schnell, ist es Buddha langsam, ist es tief, ist es oberflächlich und so weiter. Ist der Atem tief, ist er oberflächlich, ist er kurz oder ist er lang? Und dieses Wissen über den Atem oder über das Objekt, das wir beobachten, das wird im Pali Sati genannt, oder bei uns übersetzen können wir das mit Gewahrsein. Wir sind einfach nur, wir sind gewahr und wahr, wie Wahrheit, das ist die Wahrheit. Ne? Wir machen nichts daraus. Und das ist eine ganz wichtige Qualität, und deswegen machen wir diese Konzentrationsübung, um dieses Gewahrsam zu entwickeln, weil dieses Gewahrsam ist objektiv. Das sagt nicht, das Gewahrsam sagt nicht, ne, ob etwas schön ist oder nicht schön ist, ne, sondern es ist einfach nur gewahr, der Dinge gewahr. Ne. Wenn das ein Baum sieht, dann ist es dem Baum gewahr. Ne. Wenn ihr eine Blume seht, ne, dann als erstes kommt das Gewahr. Ne? Und dann sofort kommt, ne, ohne dass ihr das merkt, kommt die Wörter hin, ach, das ist schön, ne, dann muss ich ein Bild jetzt davon machen und so weiter und so fort. Ne? Da kommt alles, der ganze Rattenschwanz kommt da hinten drauf. Ne? Aber das Erste, was wir finden, das ist Gewahr. Ne? Und dann kommt die Beurteilung. Ne? Und das wollen wir weglassen bei unserer Praxis.
Diese ganze Beurteilungskette, ne, die uns dann nur zum Nachdenken führt, ne, die wollen wir weglassen. Wir wollen einfach nur des Atems gewahr sein. Ne? Und es ist auch vollkommen unwichtig, ob jetzt nun der Atem schnell ist oder kurz ist oder tief oder oberflächlich ist, sondern wir wollen einfach nur wissen, wie er ist. Weil manche versuchen dann irgendwie den Atem dann langsam, ach, der muss ja ruhig sein, der muss ja ruhig sein, dann versuchen wir ihn ruhig zu machen. Das ist aber nicht, das ist ja dann versuchen zu kontrollieren. Wir wollen ja unser Objekt nicht kontrollieren, wir wollen ja nur wissen, wie das Objekt ist. Ne? So wie wenn wir zum Beispiel die Hunde da draußen beobachten, wir können ja auch nicht kontrollieren, ob sie jetzt aufstehen oder niederliegen, sondern wir beobachten sie einfach. Und das ist für uns schwierig, ne, weil wir versuchen, alles zu kontrollieren. Wir versuchen, unseren Körper zu kontrollieren, wir versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren, wir versuchen selbst, wenn wir den Abend beobachten, den Abend zu kontrollieren. Ne, oder auch das Buddha zu kontrollieren. Wir müssen uns das, beim Buddha müssen wir es erstmal installieren. Ne, und am Anfang, je schneller wir das machen, umso besser ist es, umso weniger Gedanken können eindringen. Ne, aber danach, wenn der Geist etwas ruhiger wird, wird das Buddha automatisch langsamer. Dasselbe ist bei der Gehmeditation. Wenn wir anfangen mit der Gehmeditation, dann gehen wir schnell. Ne? Weil je schneller wir gehen, umso weniger müssen wir den Geist konzentrieren. Ne? Weil der Geist ist damit beschäftigt. Je schneller wir gehen, umso mehr muss der Geist sich ja auf das Gehen konzentrieren. Ne? Und da benutzt man das, diese Gehmeditation, damit wir den Rest des Geistes, ist es viel einfacher, als den gesamten Geist zu kontrollieren. Zu konzentrieren. Hm? Aber dann werden wir auch merken, sobald der Geist einigermaßen ruhig wird, dann wird das Gehen langsamer. Ne? Aber es wird nicht so langsam. Und dieses Nicht-Kontrollieren, das ist etwas, was uns schwerfällt. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, einfach ein Objekt beobachten zu können, ohne das zu versuchen zu manipulieren. Konzentration ist eins, das Wissen über das Objekt, auf das wir uns konzentrieren, ist eine andere Sache. Am Anfang scheint es ein und dasselbe zu sein. Wird unser Geist ruhiger, dann wird das eine, die Konzentration auf den Punkt, zum Beispiel ist es die Nasenspitze, wird bleiben und das, was weiß, wie das Objekt ist, fällt ins Herz zurück oder fällt ins Chitta zurück. Und dann sind dann zwei Dinge da. Und dann ist der Punkt der Konzentration da und das, was weiß. Wir sehen das und können wir ruhig fallen lassen. Ne? Und dann heißt es eigentlich, dass unsere Konzentration schon relativ gut ist. Ne? Es versuchen natürlich dann manche, dann, wenn der Geist ruhig ist, das zu manipulieren und dann mit ihrer Achtsamkeit, die eigentlich auf dem Buddha liegen sollte oder auf der Nase liegen sollte, gehen sie dann ins Herz. Das ist natürlich auch falsch. Das ist ja auch wieder versuchen zu manipulieren. Das wird von alleine wieder ins Herz fallen. Ne? Dann, wenn die Konzentration, die Stufe der Konzentration erreicht ist, wo das Sati und der Punkt der Konzentration sich trennen. Wenn wir das ganz von alleine dahin gehen, wo es herkommt. Und das kommt ja aus dem Chitta. Und das muss man lernen. Und je länger wir während des Tages immer wieder zu diesem Punkt zurückgehen, umso schneller kriegt man diese Resultate. Diese Resultate, wenn Gedanken und Erinnerungen aufhören, ist Ruhe. Und diese Ruhe bringt eigentlich schon so viel. Das ist diese Ruhe oder dieser Friede oder diese Freude, je nachdem, ist von Charakter zu Charakter verschieden. Das erfahren wir nie in der Welt. In dem Moment, wo Gedanken und Erinnerungen aufhören, sind wir restlos zufrieden. In dem einen Moment, und es ist leider am Anfang immer so, ist es nur leider immer nur ein Moment oder zwei Momente. In dem Moment sind wir zufrieden, wollen wir nicht. In dem Moment, wo das Wollen wieder hochkommt, ne, ist ja schon wieder eine Aktivität des Chittas, das heißt, wir sind unkonzentriert. Sind wir wieder raus aus der Konzentration. Oder wie man sagt, Vertiefung. Im Deutschen heißt es Vertiefung.
sind wir raus aus der Vertiefung. Und wir müssen uns lernen, je länger wir während des Tages wieder zu dem Punkt zurückkehren. Und da ist es dann halt hilfreich, wenn wir nur einen Punkt haben. Dann brauchen wir uns nicht zu überlegen, soll ich jetzt auf das Buddha gehen oder soll ich auf den Atem gehen oder wo soll ich hingehen. Ne? Wenn wir einen Punkt haben, wo wir hingehen können, nach einer Weile geht der Geist dann eigentlich auch automatisch zurück. Das habe ich selber erfahren, ne? wenn ich nichts zu tun habe, ging mein Geist automatisch auf den Atem, auf die Nasenspitze zurück, ne? Wenn ich über nichts nachdenken musste. Aber das hat natürlich Jahre erstmal gedauert, bis es dahin so weit war. Ne? Und deswegen ist es hilfreich, ne, sich einen Punkt zu nehmen, wo der Geist automatisch, wenn er nicht irgendwas zu tun hat, ne, zurückfallen kann. Ne? Da gibt man immer einen Rückfallpunkt. Genauso wie wir wissen, ne, wenn ihr in die Stadt geht, ne, euer Rückfallpunkt ist immer euer Haus. Ne? Ja, dann geht man halt zu Hause und dann kann man sich in den Sessel legen und schlafen. Ne? Ja, und so ist es mit dem Geist, der braucht auch ein Zuhause. Ne? Und dieses Zuhause, das müssen wir ihm erstmal antrainieren. Ne? Das hat er seit unserer Geburt noch nicht gehabt. Ne? Seit unserer Geburt ist er immer irgendwo ausgewitscht. Ne? Genauso wie die Hunde, sobald die mich an der Leine sind, die witschen auch immer irgendwo aus. Ne? Und da ist das, da riechen sie das, da hören sie das, dann bellen sie und dann jagen sie was und so weiter und so weiter. Die finden keine Ruhe. Und dann suchen sie was zu fressen und so weiter. Genauso ist unser Geist, der ist ständig unruhig. Und deswegen, ja, deswegen ist diese Konzentration oder diese Ruhemeditation erstmal das A und O, das wir dem Geist beibringen müssen. Wir müssen ihm zeigen, da ist ein Punkt, da kann er immer wieder zurück. Ne? Und da ist eigentlich Frieden und Ruhe, ne? So wie man sagt, ne? Nach einem anstrengenden Spaziergang oder nach einer Bergwanderung gehen wir zurück und setzen uns in den Stuhl oder aufs Sofa, ne? Und schlafen ein. Ne? Aber unser Geist schläft halt einfach nicht. Ne? Selbst wenn wir den Körper zum Schlafen bringen, fängt unser Geist an zu träumen. Ja? Oder darüber nachzudenken. Ja? Und deswegen, deswegen müssen wir bei der Meditation, wenn wir wirklich ernsthaft die Meditation trainieren, dem Körper oder den Körper nur so lange zur Ruhe legen, solange er wirklich weg ist. Solange der Geist wirklich weg ist. Es gibt ja diese Tiefschlafphase. Ne? Die dauert ja meistens so anderthalb Stunden oder so. Und was er dann macht, wenn der Geist aus der Tiefschlafphase ist, das ist nichts anderes als Samadhi, ne? Ja, dann geht er und fängt an zu träumen. In den meisten Fällen sind wir uns gar nicht bewusst, dass er träumt. Also wenn wir ernsthaft praktizieren wollen, dann in dem Moment, wo wir wieder aufwachen, ja, dann fangen wir mit unserer Meditation an. Aber da sind wir natürlich zu faul, da wollen wir uns aufs andere Ohr legen. Ja, und dann fangen wir zu träumen an. Und mit diesem Träumen machen wir eigentlich unsere ganze Arbeit vom Vortag wieder kaputt. Weil da fängt der Geist wieder an zu spielen und dann wird, der Geist ist einfach ein Gewohnheitstier. Wenn wir den immer spielen lassen, dann kommt er nie zur Ruhe. Und deswegen ist es für uns so hart, ne? Um zu trainieren, auf einen Punkt zurückzufallen. Ist es das Buddha oder ist es der Atem? Das probieren wir den ganzen Tag lang und dann versuchen wir das auch, wenn wir in der Nacht den Körper zur Ruhe legen, dann sobald wir aufwachen, dann wieder anfangen zu meditieren. Am besten ist dann gleich Gehmeditation zu machen, ne? dass die Müdigkeit raus ist. Und klar, die ersten 3 Tage werden wir müde sein. Ne? Aber dann danach wird sich das legen. Dann können wir uns halt mittags ein Stündchen hinlaufen. Vor allem, wenn wir älter sind, brauchen wir das sowieso. Ne? Legen wir uns ein Stündchen hin oder ein halbes Stündchen hin. Ne? Und dann ist es, sobald wir wieder aufwachen, dann machen wir weiter mit der Meditation. Ne? Also nicht zu lange schlafen. Ne? Und dasselbe gilt, ne, mit dem Unterhalten.
Jede Unterhaltung, die wir haben, und ich spreche jetzt nur von Unterhaltung, nicht von Fragen, wo ist das, wo ist das, wo kann ich das finden, was kann ich machen und so weiter, das ist ja keine Unterhaltung. Wenn wir uns unterhalten, wie geht es dir, was machst du und so weiter, und wie war das, wie ist deine Erfahrung, das ist eine Unterhaltung. Genauso jede Unterhaltung, wenn wir uns unterhalten haben, braucht ihr nur mal darüber zu reflektieren und dann setzt ihr euch zur Meditation hin, dann geht diese Unterhaltung im Kopf weiter. Und dann ist es umso schwieriger, den Geist wieder zur Ruhe zu bringen. Eine halbe Stunde Unterhaltung ist ungefähr eine anderthalb Stunden lang Anstrengung, den Geist wieder zur Ruhe zu bringen. Und dann merkt man, das ist gar nicht so hilfreich. Ob man das nun sagen oder nicht sagen, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ob das schön ist oder nicht schön ist, das wissen wir doch. Wenn wir ein Gefühl haben, brauchen wir doch nicht zu sagen, das ist ein schönes Gefühl. Sobald das Gefühl kommt, wissen wir das doch. Das ist eben dieses Wissen oder dieses klare Wissen, dass wir uns erwerben durch dieses Gewahrsam. Dieses Gewahrsam weiß, ob das ein Gefühl ist, das angenehm, unangenehm oder neutral ist. Ja, und dann kommt dieser blöde Kommentator rein und sagt, ach, das ist schön, das will ich nochmal haben, das will ich verlängern, ne? Oder das will ich nicht haben, wieso kommt das her und so weiter. Ne? Und dann fängt nämlich der ganze Denkprozess an. Das Gewahrsam weiß, ne? Ob das angenehm, unangenehm oder neutral ist. Das kommt ja automatisch mit. Und für die meisten Menschen ist es einfach schwierig, diesen ganzen Rattenschwanz da abzutrennen. Da kommen ein Gefühl und dann denken sie nach, warum ist denn dieses Gefühl gekommen? Da kommt ein Gedanke, dann denken sie nach, warum ist denn dieser Gedanke gekommen? Oder diese Erinnerungen gekommen. Und dann kommen sie dann in die Zukunft. Ja, was mache ich denn morgen oder was mache ich nachher? Oder gehen in die Vergangenheit. Ja, wir leben da nicht mehr. Der Moment, wo wir in Gedanken weg sind, den haben wir verpasst. Wissen wir nicht mehr, was passiert ist. Und deswegen kommen so viele Dinge während unseres alltäglichen Lebens, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, warum wir das gemacht haben, wenn wir irgendwo in Gedanken waren. Wenn wir in Gedanken Teller abgewaschen haben, dann fliegt der Teller raus. Und zerscheppert oder wir schneiden uns die Hände auf an irgendwelchen Scherben, weil man nicht achtsam war. Weil man gedacht hat, ach so ein Blödsinn, warum war ich jetzt nicht achtsam, warum ist das Glas zerbrochen? Ne? Und weil man das aufheben, denkt man darüber nach und schneiden. Ne? Wenn wir das satt hätten und nicht trinken, was passiert ist, ist passiert. Ne? Dann wird man vorsichtig. Wenn wir satt haben oder wenn wir dieses Gewahrsam haben, dann macht man eigentlich keine Fehler. In dem Moment, wo man darüber nachdenkt, da kommen die ganzen Fehler zustande. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Und so weiter. In dem Moment, wo man darüber nachdenkt, kommen die ganzen Fehler. Wenn wir dieses Gewahrsam haben, wie können wir nicht sehen? Wir sehen doch, was da ist. Aber wir sind es nicht gewohnt. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Wir haben zwar solche Ausdrücke im Deutschen, wie das sieht man. Wir können es nicht erklären, wenn man jemand anders sagt, das sieht man doch. Wie kann man das jemand anders erklären? Klar, wir sehen das. Aber dem anderen kann man das nicht erklären, wie man dazu kommt, das zu sehen. Der andere sieht es nämlich nicht, weil er ins Gedanken lebt. Der sieht die Wirklichkeit nicht, sondern der sieht einfach nur seine eigenen Gedanken, Erinnerungen, seine Vorstellungen, Ideen und so weiter. Und dann sieht er die Realität. Und dieses Gewahrsam ist das einfache Sehen, ohne zu beurteilen, das ist schön, das ist schlecht, das ist gut. Ne? Man sieht es einfach. Und das bringt so viel Zufriedenheit rein in unser Leben. Einfach nur sehen. Und sobald man zu urteilen, das war schlecht, ne?
Meistens beurteilen wir uns selber nicht, ne, sondern wir beurteilen ja die anderen. Schauen wir, was der da Schlechtes macht, ne, schauen wir, was die da Schlechtes macht, ne, worüber die da redet oder der da redet. Ne. Ja, und wir regen uns selber drüber auf. Ne. Ja, und ist das sich aufregen angenehm? Und warum tun wir uns das an? Weil wir nicht gewahr sind, ne? Weil wir nicht das Satti haben, weil wir das nicht entwickelt haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstmal, ne, der Anfang der Praxis ist ganz wichtig, erstmal diese Satti zu entwickeln. Ne? Immer wieder mit dem Geist zurückzukommen, solange bis der Geist weiß, aha, da ist mein Ruhepunkt. Und dann, wenn der Geist weiß, da ist mein Ruhepunkt, das zu schauen, was im Geist vor sich geht. Oder wie der Ruhepunkt ist, oder wie das Meditationsobjekt ist. Diese Klarheit, dieses Wissen über die Objekte, die da entstehen, ne? Sich darüber klar zu sein, ne? Sich gewahr zu sein, ohne das zu beurteilen. Und es ist nicht einfach. Ne? Und wir brauchen dann unheimlich viel Geduld, ne? Und wir haben schon keine Geduld mehr, gerade wenn wir älter sind. Ne? Je älter wir werden, umso weniger Geduld haben. Ne? Man braucht ja nur mal zum Einkaufen gehen, diejenigen, die am ältesten sind, die haben am wenigsten Zeit. Ne? Am wenigsten Geduld. Ne? Die müssen gleich vor zur Kasse. Ne? Die Jüngeren haben noch mehr Geduld. Ne? Die Älteren, ne, die wissen schon, ja, jetzt geht's langsam auf das Ende meines Lebens zu, jetzt muss ich noch alles machen. Wir brauchen immer wieder Geduld. Geduld, immer wieder zurückkehren. Und es ist doch wurscht, ne? Wie oft, ob der 1000 Mal entwischt oder 2000 Mal oder 10.000 Mal, immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück. Und irgendwann mal, wenn wir da nicht nachgeben, den Geist immer wieder zum Punkt zurückzubringen, dann wird er irgendwann mal bleiben und weiß er, dass er da seine Heimat hat. Und nicht verzweifeln. Verzweifeln ist auch eine Angelegenheit. Eine Angelegenheit der Chinesen. Ach, das schaffe ich. Natürlich schaffen wir das. Wir haben es ja auch geschafft, laufen zu lernen. Auch wenn es schwierig war. Und so sprechen zu lernen, haben wir auch geschafft. Wir haben ja auch geschafft, denken zu lernen. Ne? Schreiben zu lernen, lesen zu lernen, alles haben wir geschafft. Ja? Und warum soll man das nicht schaffen? Das ist ja einfach, ne? Das ist wie es Laufen lernen. Man steht auf, fällt um, man steht auf, fällt um, solange bis man es kann. Ja? Und das ist auch der Geist, ne? Wir bringen ihn an den Punkt, dann geht er wieder weg. Ne? Dann bringen wir ihn wieder zum Punkt, ne? Dann geht er wieder weg. Dann bringen wir ihn wieder zum Punkt, dann geht er wieder weg. Ne? Aber irgendwann kann er es mal. So wie wir irgendwann mal stehen konnten, ohne umzufallen. Aber das ist natürlich eine Herausforderung für viele. Ne? Ach, das klappt nicht. Nach zwei oder drei Tagen, das klappt nicht, das kann ich nicht. Das überleg dir mal, wenn deine Kinder, ne, wenn die nach drei Tagen gesagt haben, dann kann ich laufen. Wir wollten das, ne? Wir wollten laufen lernen und deswegen, ne, egal ob wir uns angehauen haben, angeschlagen haben, Kopf angeschlagen, wehgetan haben, wir haben gleich, sobald der Schmerz vorbei war, haben wir es gleich wieder. Ja? Und diese Ausdauer, diese Geduld, die brauchen wir auch beim Meditieren. Immer gleich wieder zurück. Und wie gesagt, sobald dann irgendwann aufhören die Gedanken da ständig zu kommen, ne? Da finden wir schon etwas Ruhe, ne? Wenn die Erinnerungen und Gedanken dann langsam aufhören. Und dann merken wir dann auch, wie sich der Punkt der Konzentration und das Gewahrsam lösen. Ne? Und das Gewahrsam fällt ins Herz. Ne? Da kommt es nämlich hier. Das Wissen kommt hier aus dem Chitta, ne? Aus dem Betreiber des Körpers. Ne? Das kommt nicht aus dem Kopf. Ne? Das Gewahrsam kommt nicht aus. Im Kopf gehen andere Dinge vor. Da wird das Denken, fabriziert. Aber die Intention, dass wir etwas denken wollen und worüber wir denken wollen, die kommt vom Chitta. Ne? Und dann sendet das Chitta ein Signal an den Kopf, so jetzt denkt mal darüber nach. Ne? Und dann wird der Gedanke ausgedacht. Ne? Und dafür haben wir ja das Gehirn. Aber die Intention für jede unserer Tat kommt aus dem Chitta. Ne?
Und wenn das Gewahrsam ins Chitta fällt, dann merkt das Chitta, dann merkt das Gewahrsam, was da alles im Chitta vor sich geht. Oder im Herz. Ne? Nicht das physikalische Herz, nur das Chitta ist direkt neben dem Herzen, sondern das Chitta. Das, was man normalerweise auch in der deutschen Sprache als das Herz bezeichnet. Wenn man das Herz sagen, dann bezeichnen ja auch meistens nicht das physikalische Herz, dann sagt man immer physikalische Herz. Und das ist die Übung, die man machen muss. Immer wieder zurück. Und je weniger Gedanken, je weniger Erinnerungen im Geist kommen, umso zufriedener sind. Bis wir dann mal wirklich da in der Vertiefung drin sind. Und wenn wir dann länger in der Vertiefung drin sind, wenn wir dann mal für eine Stunde oder zwei oder drei Stunden und dann schon seit ein paar Stunden keine Gedanken und Erinnerungen mehr gekommen sind, und wir kommen dann raus aus der Vertiefung, dann wissen wir nicht, wer wir sind, dann wissen wir nicht, wo wir sind, dann müssen wir das ganze Bild, wer wir sind und wo wir sind, aufbauen. Und dann merkt man, wer und wo wir sind, ist im Grunde genommen nur etwas, was aufgebaut wird durch Gedanken und Erinnerungen. Das entsteht natürlich nur dann, wenn man ganz lange in dieser Vertiefung gewesen sind. Und wenn diese Vertiefung tief genug war. Normalerweise entsteht das auch, wenn man ins tiefe Samadhi geht, wenn also das Gewahrsam und das Objekt, das wir betrachten, so eins wird. Kann man ja nichts mehr sagen. Ein Punkt ist ein Punkt. Ne? Wenn das Subjekt und das Objekt sich zu einem Punkt vermischt, dann kann man doch nicht mehr sagen, was ist. Ne? Da ist ja nämlich kein Beobachter und da ist kein Objekt mehr, sondern der Beobachter und das Objekt werden eins. Ne? Und das heißt dann einfach nur noch das klare Wissen oder ist die Vorschau auf Nibbana, auf die Erlösung oder Befreiung oder das. Und darum, das bringt natürlich sehr viel Motivation, auf dem Weg weiterzubleiben. Die Vertiefung an sich bringt schon genug Motivation, weil dieses Glück oder diesen Frieden, den erlebt man sonst nirgendwo. Egal was wir tun, ob wir auf den Berg aufsteigen oder das einkaufen oder jenes einkaufen, diese Ruhe, diese Zufriedenheit, dieses wunschlos glücklich, wie man im Deutschen so schön sagt, das kann man nur da erleben, in der Vertiefung, wenn Gedanken und Erinnerungen aufhören. Dann sind wir wunschlos glücklich. Wir haben nämlich keine Wünsche mehr. Wir wollen die Situation nicht verändern. Egal, ob das nun heiß ist oder kalt ist, in dem Moment sind wir wunschlos. Und das kann man nur mit Hilfe unserer Konzentrationsübung oder der Ruhemeditation erreichen. So, jetzt ist gleich spät, jetzt wollen wir noch die Fragen, die kommen. Ja. Sind jetzt da noch Fragen da? Jetzt, Thorsten, du kannst fragen oder Dora. Ja. Danke, dass Sie diesen auf Deutsch gesagt haben. Ich habe nicht genau alles verstanden auf Englisch. Also mich erschüttert es manchmal wirklich, wie viele Jahre, dass ich so tagtäglich habe. So von einer Ecke zur anderen und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und auch rumgesprungen bin, das und das und das muss noch erledigt werden. Ja, ich bin wirklich dankbar, dass ich es mit Martin kennenlernen durfte. Das was? Dass Martin mir diesen Weg gezeigt hat, etwas, durch die Meditation. Und auch in der Meditation, da kommen mir, ich weiß, es ist nicht gut, aber wenn ich meditiere, kommen manchmal auch gute Gedanken. Ja, das könnte ich diese Person jetzt schenken. Aber das ist nur kurz. Was sagen Sie denn dazu? Ja, man sieht das und dann wieder, aber du musst dich dann, sonst finden die Kilesas da eine Richtung und bringen dir nur gute Gedanken und dann zum Schluss hast du wieder die ganze Verwirrung. Nein, ich beobachte, dass es wirklich kurz ist. Ja, ja natürlich ist es. Jetzt habe ich das. Und was ich vor lange immer rumstudieren musste, könnte ich da gerne. Und ich merke, es kommt, diese Idee kommt und dann bin ich wieder, kann ich wieder konzentriert sein. Ja. Aber du musst noch weitergehen.
Das ist erst der Anfang. Ne? Vor diesen kurzen Gedanken kommt die Absicht, was ich ja gerade eben erzählt habe. Und dann sieht man die Absicht und sagt einfach, es interessiert mich nicht. Ja. Weil am Anfang, wenn wir die Konzentration üben, dann sehen wir so diese lange Gedankenkette. Ne? Also 5 oder 10 Gedanken. Ne? Dann üben wir unsere Konzentration, dann sehen wir 5 Gedanken, dann sehen wir 4 Gedanken, dann sehen wir 3 Gedanken, dann sehen wir 2 Gedanken, dann sehen wir einen Gedanken, dann sehen wir einen halben Gedanken, dann sehen wir einen Viertelgedanken, dann sehen wir den Anfang von einem Gedanken und dann erst sehen wir die Intention, die Absicht zu denken. Ja? Und da musst du hinkommen. Je näher du bist an dem Punkt, wo die Dinge entstehen, umso ruhiger wird der Geist und umso zufriedener. Weil selbst wenn du einen Gedanken hast, unterbricht er ja die Konzentration. Auch wenn das ein guter Gedanke ist oder wenn das nur einfach eine Idee ist. Es hat keine Gedankenkette mehr. Klar? So, Thorsten? Ja, ich glaube, das so ein bisschen beantwortet, das ist auch so ein bisschen konfus, ich weiß nicht, ob ich das geradeaus rausbekomme. Ich weiß das mit dem Sita und dass das jetzt auch nicht das Herz ist, sondern dass es das Geistherz ist und dass das unvergänglich ist, dass das immer fortbesteht. Und ich weiß, dass ich diese 5 Aggregate habe, den Körper und dann noch die 4 Geistigen. Und die sind vergänglich. Ja. Und jetzt habe ich vor kurzem diese Dokumentation gesehen über das menschliche Gehirn. Ja. Eine wissenschaftliche Studie, die zeigt, wo in dem Gehirn die Erinnerung angesiedelt ist, wo das Bewusstsein ist und so weiter, die Wahrnehmung, also gibt es verschiedene Regionen. Mhm. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit den 4 geistigen Aggregaten. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, kommen diese Aggregate tatsächlich, sind die nur in dem Gehirn oder sind sie halt auch so wie das Sita freien Körper, sage ich jetzt mal. Also so ist das. Die werden natürlich in dem Moment, wo wir in den Körper reingeboren werden, werden die dahin ausgelagert. Ne? Du kannst es sagen, ne, wenn du beim Computer die Sachen, die im RAM sind, werden ausgelagert auf die Harddisk. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass die aus dem RAM rausgehen. Ne? Außer du löscht sie. Ne? Das RAM. Unser RAM ist unendlich. Das weiß über jede Geburt, die wir durchgegangen sind, über jeden Moment weiß das Bescheid. Und das, was wir dazu brauchen, für dieses Leben, das wird quasi, das lagerst du und du trainierst das ja. Du fängst ja an, am Anfang, ihr wisst doch, wie ein kleines Baby da liegt. Was macht denn das? Das liegt auf dem Rücken und kann nichts machen. Dann fängt es an, anfängt sich zu bewegen. Das versucht den Körper, ne? Den Körper zu initiieren. Ne? Und erst dann, wenn das den Körper ein bisschen bewegen kann, fängt es an, diese ganze. Das kann sich doch nicht erinnern am Anfang, ob das diese Person ist oder jene Person ist. Das muss doch alles antrainiert werden. Und dazu lagert es die Fähigkeit, die es an sich hat, das Chitta, lagert es ins Gehirn auch. Ne? Aber das heißt nicht, wenn das Chitta irgendwo anders hingeht, du kannst es ja mal probieren, für manchen gelingt es, das Chitta rauszuziehen aus dem Körper, ja, glaubst du, dass du da keine Erinnerung mehr hast? Ja? Glaubst du, dass du nicht sehen kannst? Du siehst halt nur mit anderen, ne? Wir haben, das ist so, als ob wir im Auto geboren sind und wir können nur nach rechts oder links fahren, ne? Und wir können nur das Radio anstellen und so weiter, das ist halt, was im Auto da ist. Und dann glauben wir, das sind alle Dinge, die da sind, ne? Aber wenn der Autofahrer rausgeht, dann merkt er plötzlich, aha, ich kann doch auch laufen. Ich kann ja auch ohne dass ich durch diese Scheiben behindert werde, sehen. Und ich sehe sogar noch viel, viel mehr, ne? Verstehst du? Bei der Geburt werden die eingelagert, ne, in diesen physikalischen Körper. Ne? Es gibt keine andere Form, die so komplex ist wie dieser physikalische Körper. Deswegen bezeichnet das auch manchmal als Roboter, ne, als biologischer Roboter. Ne? Sehr, sehr advanced. Ne? Aber er ist halt noch nicht, und
er war früher nicht so advanced, er war früher nicht so, so komplex. Wenn man die Schriften von Mahatma und Buddha geht, dann sagt er, der, am Anfang war der Körper einfach ein Stück Erde aufeinander gehäuft und geformt. Ne? Und um die Energien des Erdkörpers da dazu zu ergänzen, hat man Erde gefressen. Ne? Das war ein ganz einfacher Körper, der konnte nicht diese komplexen Dinge, die er heute macht. Ne? Genauso wie uns am Anfang, schau dir mal YouTube an von den 50 Jahren von den ersten Industrierobotern. Und dann schau dir die heutigen Industrieroboter an oder wie in Japan sie entwickelt werden, diese kleinen Hunde, die die Leute auf eine Show fragen, wo sie hingehen wollen. Und das hätte man sich vor 50 Jahren nicht träumen lassen können, dass es so geht. Ne? Verstehst du, es wird dieser Körper, dieser menschliche Körper wird immer von uns auch immer weiter und weiter und weiter entwickelt. Aber das heißt nicht, dass die 5 Aggregate oder die 4 geistigen Aggregate dann im Gehirn zu finden sind. Wir wissen das und das Medizin hat ja auch schon die Erfahrung gemacht, wenn eine Seite des Gehirns gelähmt ist, dann kann der andere, ja wie sollte er es können, wenn die Information verloren wäre, diese Funktionen, die durch die linke Seite oder rechte Seite des Gehirns oder ein Teil des Gehirns vorher belegt waren, kann er auf eine andere Seite oder in einen anderen Bereich des Gehirns verlegen. Das heißt doch, das Gehirn ist nicht der Sitz von diesen Dingen. Ne? Dass das Chitta im Grunde genommen derjenige ist, der die Seiten des Gehirns so belegt. Ne? Ja? Und wenn das Gehirn vollkommen ausfällt, das heißt ja nicht, dass das Chitta weg ist oder die 4 geistigen Khandas wechseln, die 4 geistigen Gruppen wechseln. Das Bewusstsein ist sowieso nicht im Gehirn zu finden. Ne? Im Gehirn kommen die Sensationen rein, ne? Aber das Bewusstsein muss ja schon vorher da sein. Das Bewusstsein muss ja mitkriegen, dass da eine Sensation mitkommt, dass da eine Empfindung reinkommt, eine Sinneswahrnehmung reinkommt. Da haben wir auch Wahrnehmung. Sinneswahrnehmung. Verstehst? Ja, was soll die Wissenschaft? Die kennt doch das Chitta nicht. Die kann den ganzen Körper aufschneiden. Das Chitta findet sie nicht, weil das Chitta nicht materiell ist. Ja? Das Gehirn ist materiell. Ne? Wir können die Synapsen und so weiter, ne? Können sie alles erkennen unter ihren Mikroskopen oder was auch immer. Aber das Chitta, was etwas, was completely immaterial, komplett nicht materiell ist, das können sie nicht finden. Und die Theologen fragen sie auch. Ne? Die sagen ja auch, ne, das muss alles im Gehirn. Ne? Ein Gehirntoter ist noch lange nicht tot. Und sein Gehirn funktioniert nicht mehr, er kann trotzdem noch leben, ein Teil seines Gehirns noch da funktionieren. Ne? Aber er kriegt noch alles mit. Und auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Genauso wie ein Blinder sehen kann. Ne? Aber wir versteifen uns zu sehr auf diesen Körper, ne? und dann denken wir, wir können alle diese Dinge nicht, wenn der Körper weg ist. Wir können viel mehr. Ne? Wenn du hier in Thailand bist, ne, du brauchst nur in einem Augenblick bist du zum Beispiel in Deutschland. Die Devas reisen so, die brauchen kein Flugzeug. Die müssen sich nicht 11 Stunden lang da reinquälen. Ne? Die machen einen Augenblick, die wünschen sich, da bin ich jetzt und dann sind sie da. Ja? Und die sehen auch, die hören auch, die können auch, ne, miteinander kommunizieren. Und kommunizieren halt in einer anderen Sprache. In der Sprache der Absicht. Und das ist, die Sprache der Absicht ist immer eine wahre Sprache. Da kann man nicht lügen. Das ist hochinteressant. Ne? Nur der Mensch kann lügen. Weil er seine Absicht verhehlen kann. Okay? Verstanden? Ja? Yeah?
Okay, so. Was machen wir denn?